dann ist das halt unser neuer Lieblingsknopf. F5. Wunderbar. Das war ja auch in Fallout 3 immer so. Das ist so oft abgestürzt. F5 war meine Lieblingstaste. Schnell speichern. Irgendwie nach jedem Dialog habe ich erstmal schnell gespeichert, damit ich es nicht nochmal machen muss. Also nicht in den Aufnahmen, sondern früher. Heute könnte ich es eigentlich wieder machen. So, das Öl zünden wir mal an. Bäm! Jawohl. Schön effektvoll und der Draugere stirbt. Alter Nord-Zweihänder. Das wollte ich haben. So, der ist doch viel besser als unser Eisen-Zweihänder. Zumindest um 2 Punkte. Die Drauge sind aber gar nicht so doof, wollte ich gerade sagen. Und die werden bestimmt nicht durch das Feuer hier durchlaufen, wenn ich es schon angezündet habe. Aber sie laufen trotzdem durch das Feuer durch, wenn ich es schon angezündet habe. Auch gut zu wissen, man kann ihnen also genauso gut eine Falle legen und das Feuer vor ihnen anzünden. Und nicht erst, wenn sie draufstehen. Gut zu wissen, ich dachte, die sind intelligent genug, nicht durchzulaufen. So, Gold und Knochenmehl. Mann, wie viel Knochenmehl wir jetzt schon finden? Dolle Sache. Geht's denn jetzt hier lang? Hä? Da geht's lang. Meine Güte. Geht's jetzt hier raus? Ist ja komisch. Das sieht das aus wie ein Ausgang. Weil uns der Zielpunkt auch zu einer Tür weist. Irgendwie. Zu einem Durchgang. Noch mehr Drauge. Aber ich glaube, das Gute ist, hier ist zwar überall Wasser, aber ich glaube, wenn der jetzt als brennender Gegner durch das Wasser durchläuft, glaube ich nicht, dass der denn plötzlich erlischt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So. Mir ist die... Hä? Ah, da geht's durch. Wunderbar. Einmal an der Kette ziehen und dann geht hier das Tor auf. Ich frage mich, wenn die Kette direkt daneben ist, wozu gibt es die denn überhaupt? Eigentlich ist sie doch total überflüssig, nicht wahr? Oh, hier sind Schimmerpilze. Sehr gut. Die können wir, glaube ich, auch gebrauchen. Trollschädel. Wert 5? Na gut, wir nehmen mal mit. Aber wofür wir den brauchen, weiß ich nicht. Wir haben immer noch keine Spitzhacke, oder? Oh, hier liegt eine. Ha, perfekt. Großartig. Das Skelett hat noch 2 Gold. Wunderbar, dann können wir ja endlich Erze schürfen. Da kriegen wir jetzt schön Eisenerz, nicht wahr? Genau, Eisenerz hinzugefügt. Großartig. Dauert immer ziemlich lange. Irgendwann hat man auch keinen Bock mehr, was zu schürfen. Irgendwann muss man auch nichts mehr schürfen, weil man halt alles hat, was man braucht. Irgendwann hat man halt seine richtig tolle Waffe und dann braucht man sich keine Rüstung mehr machen. Oder eine neue Waffe machen. Also, es gibt einfach einen Punkt, da hat man das Beste, was es gibt im Spiel und dann braucht man sich nach sowas nicht mehr zu bücken, weil man einfach das Beste hat, was es gibt. Oh, das ist ja alles toll. Rolle des Feuerballs nochmal. Moment, was heißt denn noch? Hatten? Ja doch, genau das hatten wir gerade. Top, nehmen wir alles mit. Rolle des Feuerballs. Coole Sache. Geht hier nicht irgendwo ein Weg runter? Nö, wir müssen springen. Wollen wir mal hoffen, dass da unten denn den Weg weitergeht. Weil hier werden wir nicht weit wieder hochkommen. War doch eben irgendwo... Sah aus wie eine Bärenfalle. Gut, ist nix. Mensch, da war doch eben irgendein Gegner. Wo bist du? Wo bist du? Wo versteckst du dich? Komm schon her. Renn doch nicht weg. Ah, Draugere, wie er wegrennt. Hä? Feige Herr Draugere, nicht wahr? Ja, stirb. Was hast du denn dabei? Gold, vor allem 2 Gold. Das ist immer so lächerlich. Das lohnt sich doch fast gar nicht. Ja gut, noch ein paar Schimmerpilze mitnehmen. Und leer? Chest leer? Wie, was soll das denn? Warum ist die Truhe leer? Hä? Oh, wir sind ja wieder oben. Moment, da unten muss es doch weitergehen. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Hier geht es doch auch lang, oder? Eben sind wir nach rechts gegangen. Gehen wir jetzt mal nach links. Sehr merkwürdig. Ja, hier war ich eben nicht. Hier sind noch ein paar Schimmerpilze an der Wand. Mist, ich erwische nicht. Da sind sie. Immer ein kleiner Krampf, wo man genau... Also man muss da immer sehr genau drauf sehen, drauf scrollen praktisch, um die zu ernten zu können. Das ist immer ein kleiner Krampf. So, was ist denn hier jetzt noch? Oh, da läuft irgendwer. Ich höre Schritte. Da! Da ist irgendein Typ. Oh, das ist kein Typ. Der hat eben Ball gemacht. Das ist ein Drauge. Oh, ein ruheloser Drauge. Gar nicht gut. Die sind stärker.
Wow, guck mal, wie er ausrastet. Mit seinem Schwert. Oh, ich geh jetzt einen Baum fällen. Donnerwetter, Mann. Beruhig dich mal. Na? Ja, toll. Wie soll ich denn auch mit einer Fackel so einen riesigen Zweihänder blocken? Ah! Wow, das war knapp. Das war wirklich knapp. Ich hätte ja auch meine Rolle des Feuerballs auspacken können. Aber das erschien mir irgendwie wie eine Verschwendung. Und außerdem habe ich nicht dran gedacht. Ja, ich gebe es zu. So. Aber jetzt scheint hier eigentlich geräumt zu sein. Wahrscheinlich war der alleine. Hier waren keine weiteren, nicht wahr? Nee. Allerheiligstes des Grabes. Seht ihr? Habe ich auch wieder den Doppelpunkt weggenommen. Allerheiligstes des Ödsturz-Hügelgrabes ging nicht, weil es zu lang war. Tja, kann ich nicht machen. Skyrim akzeptiert solche langen Namen nicht. Ich frage mich, ob das in der englischen Version auch so ist mit diesen Doppelpunkten. Weil dann wäre ich, glaube ich, durchaus bereit, meine Mod zu internationalisieren. Was, ist das ein schönes Wort? Geil. So, hier schon wieder. Ich gucke nochmal sicherheitshalber nach, dass ich nicht auf schnell laden klicke. Es war F5, nicht wahr? Schnell speichern ist F5. Schnell laden ist F8. Ich darf nicht auf F8 drücken. Nur F5. Ansonsten lade ich meinen Fortschritt schnell und dann sind wir gleich wieder ganz woanders. Das würde mir nicht gefallen. So, wieder geschafft. Gut. Dann war das erste nur ein kleiner Ausrutscher. So. Zaubertrank der Frostresistenz. Mann, was willst du denn? Lass mich doch mal in Ruhe. Ich will doch deine heilige Stätte gar nicht beflecken. Geh weg! Ah! Mann, ich muss lernen, die nicht bis zum Ende zu bezaubern, sondern anzuzaubern und dann wegzurennen. Oh, hier ist ja wieder Öl. Na komm runter, komm. Wenn der in der Explosion drin ist, ist es auch viel stärker, als wenn er nur durchläuft. Bäm! Mal sehen, das hält er nicht aus. Aber der jetzt hier durchläuft, der hält es aus. Ach komm, Bratze. Immer den letzten Stoß muss man ihn noch verpassen. So. Noch ein Nordbogen, aber die Nordpfeile sind auch gut. Da haben wir schon mal bessere Pfeile als diese Eisenpfeile oder Stahlpfeile. Also Pfeile werden wir ziemlich viele finden. Ich glaube, da werden wir nie welche kaufen müssen. Da werden wir sehr viele finden und haben. Okay, das machen wir jetzt einfach mal. Oh, wie hell das denn immer wird. Nur einfach, um sicher zu gehen, dass ich es nicht aus Versehen aktiviere, wenn ich drin stehe im Kampf oder sowas. Aktivieren wir lieber und lassen das in Ruhe ausbrennen. So, und jetzt können wir rüber. Weil hier sind ja anscheinend keine Gegner mehr. So, da ist nochmal sowas. Haben wir auch hinter uns. So. Da kommt keiner durch. So, jetzt müssten wir doch eigentlich mal langsam... Eisentür. Oh yeah. Ja, guckt euch das an. Das ist dieser epische lange Gang, dieser große leere Raum. Das ist das Rätsel des Ödsturz-Hügelgrabes, wofür wir die goldene Klaue brauchen. Und die haben wir hier. Genau. Wir sehen ja, hier gibt es diese drei Ringe, die wir verdrehen können auf verschiedene Symbole. Und wir gucken mal in die goldene Klaue rein. Bär, Insekt, Eule. So müssen wir es anordnen. Es liegt in der Handfläche. So, deshalb aktivieren wir die mal alle. Okay, keiner stimmt. Wir wollen Bär, Insekt, Eule. Beim ersten Mal war ich so hilflos, da habe ich die irgendwie nach der Nahrungskette angeordnet oder so. Und irgendwie bin ich trotzdem drauf gekommen, ohne in die goldene Klaue reinzugucken. Eigentlich völliger Schwachsinn, aber gut. So, alles zur Eule hin, warum auch immer. Und jetzt geht hier das wunderschöne Tor auf. Jetzt können wir da rein. Das Geheimnis des Ödsturz-Hügelgrabes lüften. Müsste wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist es eine fette Loot-Chest. Irgendeine richtig dicke Truhe. Na, Fledermäuse. Gut, es sind nur Fledermäuse. Und eine Eisenerzader. Wie finster das immer wird, ist unglaublich. Das ist übrigens auch eine Mod hier, dass die Erzadern so ein bisschen schimmern und leuchten, dass man die auch wirklich entdeckt. Das ist so ein kleines Hilfsmittel. Sowas habe ich mir immer ganz gerne installiert. Und es ist halt auch ein ästhetischer Grund. So, hol die Torch raus, sonst ist es hier stockfinster. So, dann gehen wir mal dahin. Ein schöner großer Altar oder irgendwie sowas. Irgendwas aufgebaut. Ja, ein Altar kann man so schon sagen, ja. Vielleicht auch ein Grab oder sowas. Was ist denn hier? Winziger Seelenstein, schwaches Gift der Erzürnung, Leintücher. Hatten wir ja schon die Diskussion. Nehmen wir einfach mal mit. Und eine Chest. Unverschlossen sogar. Aber ist auch nichts Besonderes, glaube ich. Halskette der Frostresistenz.
Guck mal, die wiegt nur 0,5, ist aber 400 wert, die kann man gut verkaufen. Die Novizenroben sind auch sehr leicht, aber sehr teuer, die kann man gut verkaufen. Stab der Funken. 8 Punkte Schockschaden gegen Gesundheit und Magicka. Nehmen wir mit. Stab des Heldenmuts. Das Ziel wird für 60 Sekunden nicht fliehen und erhält einen kleinen Bonus auf Gesundheit und Ausdauer. Das Ziel? Das können wir auf unserem Begleiter machen oder so. Das ist ja cool. Winzige Seelensteine nehmen wir mit und Zaubertrank der Tarnung. Bist um 10% schwerer zu entdecken. Okay. Oh, und guckt mal, was da ist. Wort der Macht gelernt. Kraft. Unerbittliche Macht. Wow. Wir haben unser erstes Tuum erlernt. Ein Drachenschrei. Aber was das alles ist, und so dürfen wir eigentlich noch gar nicht wissen, weil wir in der Hauptquest noch gar nicht so weit gekommen sind. Und da kommt doch höherer Draugerfürst. Meine Fresse, der hält was aus. Ah! Mann, der kann schreien, verdammt. Ganz schlecht. Hurra! Neue Stufe. Gehen wir auf Magicka. So, und jetzt machen wir gleich Zerstörung besser. So, damit wir gegen den besser ankommen. Durch das doppelte Wirken eines Zerstörungszaubers sind die Effekte viel wirkungsvoller. Mhm. Wirke Zerstörungszauber der Lehrlingsstufe für die Hälfte der Magicka. Haben wir noch nicht. Deshalb machen wir mal den doppelten. So. Da wird es jetzt gleich erstmal ziemlich dunkel werden, weil wir die Fackel ablegen müssen. Aber wir können doppelt wirken. Da, guckt euch das an. Ah, doppelter, doppelter, doppelter. Guck mal, das bringt's. Wow, geil. Okay, gegen sehr mächtige Gegner nehmen wir den doppelten Angriff. Und das bringt es. Scharfe Sache. Alte Nordstreitaxt der Kälte. Braucht man nicht. Drachenstein. Gewicht 25, Wert 0. Also, wenn es einen Wert von 0 hat, dann ist es irgendwas... Also wenn es einen Wert von 0 hat, dann ist es irgendwas Wichtiges. Wir nehmen den einfach mal mit. Gold und Knochenmehl, alles gut. Okay. Wo geht's denn jetzt hier raus? Hier wird wahrscheinlich wieder irgendeine Abkürzung sein zum Ausgang oder zum Eingang, wo wir hergekommen sind. Das gibt es meistens, damit man nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss. Also wahrscheinlich ist hier... Genau, da ist ein Griff. Da ist es ein Geheimgang. Und damit werden wir ziemlich nah an den eigentlichen Eingang kommen, wo wir herkommen. Und dann können wir schnell wieder raus aus der Höhle. Da seht ihr mal, genau hier. Hier ist so ein Absatz, wo man nicht hochkommt, sondern nur runterspringen kann. Das heißt, hier sind wir vielleicht sogar schon vorbei. Eisenbahn. Vielleicht schon vorbeigekommen und konnten da nicht hoch. Rolle der Harmonie. In der Nähe befindliche Kreaturen, Personen bis zur Stufe 12 kämpfen 60 Sekunden lang nicht. Aber wenn ich sie angreife, wehren die sich denn? Also das würde ich jetzt noch ganz gerne wissen. Himmelsrand. Perfekt. So, es regnet. Ach, gar nicht gut. Da ist da noch eine Höhle. Was ist denn da für eine Höhle? Also eigentlich... Ups. Nein, ganz schlecht. Wir gehen jetzt hier auf die Karte und gehen erstmal nach Flusswald, um die goldene Klaue zurückzubringen. Wenn Gegner in der Nähe wären, könnten wir uns nicht schnell teleportieren, aber es sind keine Gegner in der Nähe, also teleportieren wir uns schnell. Wie gesagt, die Gegend zwischen dem Ödstor-Zügelgrab und Flusswald müssen wir jetzt nicht nochmal erkunden. Das haben wir ja schon mal erkundet und deshalb können wir uns da ruhig teleportieren. Wir werden schon noch genug erkunden, keine Angst. So, Handelskontor von Flusswald. Da habe ich auch den Doppelpunkt weggenommen. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Ich habe die goldene Klaue. Ihr habt sie gefunden! Ja! Das ist sie! Seltsam! Sieht kleiner aus, als ich dachte! Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Gut. Und weil wir ihm so einen großen Dienst erwiesen haben, darf Vielen ich sein Dank, Gold mitnehmen. Um ist das nicht eine tolle Sache? Habt. Und sein Eisenschwert auch. Handelskontor ist wieder das, was es einmal den Eisendolch auch. Und das Ziegenkäserad. Und den Wein. Cool. Und weißt du was? Ich klau dir dein Zeug und verkaufe es dir dann. Wie gefällt dir das? Das Flusswald Für manche ist es Ramsch. So. Für mich sind es Schätze. Du kriegst jetzt erst einmal
Den Eisendolch und das Eisenschwert und den Jagdbogen, den Langbogen, die Spitzhacke nicht. Stab der Funken werden wir mal behalten. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ich glaube, das verbraucht kein Magicka, sondern nur so eine Aufladung, die wir dann mit den Seelensteinen wieder auffüllen können. Stab des Heldenmuts werden wir aber verkaufen, das werden wir die benutzen. Beschlagene Rüstung der geringen Gesundheit. Ja, na klar nehmen wir die. Ist doch besser als die Eisenrüstung. Vor allem ist die Eisenrüstung eine schwere Rüstung. Deshalb ziehen wir die wieder an, die ist leicht. Das ist ja auch die Rüstung, die wir skillen wollen. Und da haben wir bessere Gesundheit, also weg damit. Fellarmschienen kommen weg, Halskette der Frostresistenz. Wir haben anscheinend keine Halskette. Ich war der Meinung, wir hätten eine. Deshalb legen wir die auch rein. Frostresistenz um 15% verringert. Warum nicht? Wenn wir nur gar nichts anderes haben, kann man doch machen. Rolle der Harmonie können wir wegmachen. Rolle des Feuerballs behalten wir. Und ansonsten Arvels Tagebuch. Und die leeren Seelensteine kannst du eigentlich behalten. Die kannst du eigentlich wieder haben. Oder? Ich weiß es nicht. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir die wirklich füllen können. Aber sie nehmen kaum Platz weg. Wir behalten die. Leientuch steht als Typ Werkzeug. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Wird sich noch zeigen. Trollschädel kannst du haben. Und das war's dann auch. Okay. Also wieder raus hier. Und jetzt gehen wir mal der Hauptquest nach und reden mit Ralofs Schwester. Das sollten wir ja eigentlich schon viel früher machen. Sprich, in Flusswald mit Gerdur. So, Gerdur. Wo ist Gerdur? Man ist hier auf der anderen Seite, hier müssen wir auch noch kurz schwimmen. So, schon vorbei. War nicht so schlimm. Gerdur, hallo. Heute einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Möget ihr leben, wäre doch netter. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Okay. Die ist jetzt eine Art Verbündete, ist ja die Schwester von Ralof. Sie wusste, dass wir kommen. Deshalb können wir uns jetzt von ihr alles aussuchen, was wir so haben wollen. Ich würde fast mal sagen, Nahrung kann man nie genug haben. Honigbräumet mit Ausdauer und, ja, also nee, das brauchen wir nicht. Alles, was so Lockpick, klar. Ring des schwachen Hiebs. Beidhändige Angriffe verursachen um 15% höheren Schaden. Gerne doch. Rote Apfel nehmen wir mit. Das hat keinen Effekt, keine Ahnung. Zaubertrank der kleinen Heilung, wunderbar. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Na klar, mache ich. Weißlauf ist jetzt eh die nächste Stadt. Wunderbar. Machen wir. Und, gibt es hier ansonsten noch irgendwas? Nö. Ein Schleifstein. Ja gut, können wir jetzt unsere Waffe verbessern. Aber, braucht es glaube ich nicht unbedingt. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Nee, hier gucken wir jetzt mal nach. Sprich mit dem Jahr von Weißlauf. Was haben wir Verschiedenes? Schließt sich der Aufstand der Sturmmäntel an. Okay, das ist in einer Stadt, die ziemlich weit entfernt ist. Guck mal, der Hirsch hier, der schwimmt gegen die Strömung an. Ja, also das ist ziemlich weit weg, deshalb machen wir das jetzt noch nicht. Diese ganzen Kriegsquests, ob jetzt auf der Seite der Sturmmäntel oder auf der Seite der Kaiserlichen, die sind schon für niedrige Level gemacht. Aber da hinzukommen, das dauert einfach nur. Also das ist eine weit entfernte Stadt. Und ich finde, solange wie wir hier im näheren Umkreis irgendwas zu tun haben, sollten wir auch hier erst einmal das tun, was wir zu tun haben. Und dann können wir später, wenn wir dann wirklich hier so das Gebiet so ein bisschen geräumt haben von den Neben- und Hauptquests und die Hauptquests uns auch sagen, wir sollen zum Arsch der Welt gehen, dann können wir losziehen und uns diesen anderen Quests annehmen, die wirklich von uns erwarten, dass wir sehr lange laufen. Weil wir können ja nur eine Schnellreise machen, wenn wir wirklich schon mal da waren. Und guck mal, da ist auch schon Weißlauf. Also das ist nicht weit weg, da hätte eigentlich jeder der stinkfaulen Bürger von Flusswald selber hingehen können. Wäre eigentlich kein Problem gewesen. So, dann gucken wir doch mal hier, was diese Mühle hier ist. Das ist doch... Oh, guck mal da, da ist ein Riese. Hinrennen und den Riesen angreifen. Moment, dann nehmen wir mal einen beidhändigen Zauberspruch. Jawohl! Ja, ist leer, hat nichts dabei. Na, so ein Scheiß.
Hallo? Ihr schlagt euch wacker. Aus euch könnte noch eine anständige Schildschwester werden. Was ist eine Schildschwester? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Die Namen finde ich immer so toll. Jorvaskr. Warte mal, was ist mit dem anderen? Farkas? Ja, ihr seht stark aus. Kommt nach Jorvaskr und werdet ein Gefährte. Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich, Nord, Talos. Wen interessiert das schon? Sagt mir einfach, wen ich verprügeln soll. Ah, Holzköpfe. Ganz großartig. Ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt was Persönliches über den erfahren. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Naja, bis zum nächsten Mal. Also, irgendwelche holzköpfigen Söldner, die einfach alles tun, was man ihnen befiehlt, ohne zu hinterfragen, warum sie es tun sollten. Naja, gut. Warum eigentlich nicht? So eine Leute muss es auch geben, ne? Was ist denn hier noch? Ist hier irgendwas? Huhn? Hallo? Wie geht's dir, Huhn? Nee, hier gibt's jetzt nichts weiter. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. In diese Richtung. Da ist ja Weißlauf und da ist auch noch so ein Stall davor, ne? So ein Pferdestall. Ich glaube, das ist auch so eine Art Schnelltransport. Oder wir können halt wirklich ein Pferd mieten und mit dem dann reiten und dann sind wir schneller. Aber das ist mir immer ein bisschen komisch. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Ja, naja, gut. Aber mit einem Pferd bin ich nicht so mobil. Irgendwie. Das ist immer so ein bisschen komisch. Man ist zwar schneller, aber man muss sich an den Weg halten. Also man muss wirklich auf der Straße laufen, ansonsten kommt das Pferd nicht vorwärts. Und das nervt ziemlich. Ich bin jemand, der will auch mal quer durchs Feld erkunden und durch den Wald laufen. Und das kann so ein Pferd nicht unbedingt. Ist eigentlich schade, aber so sind mir die Pferde relativ wenig wert. Ihr habt genau gesehen, was wir eben gemacht haben. Schön auf der Straße bleiben und dann findet man auch die Eingänge zu solch großen Städten. Ansonsten läuft man nur im Kreis. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ja, quatsch doch nicht. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Du brauchst mich nicht im Auge behalten. Redekunst verbessert. Kannst du mal sehen. Wir gehen jetzt hier rein. In Whiterun. Nach Whiterun. Whiterun. Naja, gut. Warum auch immer das umbenannt wurde. Manche Sachen sind umbenannt und ich weiß nicht warum. Aber ist auch nicht so wichtig. Ist nicht so schlimm. Kann ruhig Whiterun heißen. Kein Problem.